Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Erlenkrad. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, wir sehen ja schon, wir sind jetzt fertig hier mit dem Feld 20 und hier sind nochmal 76% Baumwolle rausgekommen. Und ich würde sagen, wir bringen jetzt erstmal unseren Baumwollernter wieder zurück zum Händler. Steigen jetzt hier einmal ein und klappen jetzt hier erstmal alles zu. Starten den Motor auch gleich. So, fahren wir einmal hier raus. Und jetzt brauchen wir ja natürlich noch den passenden Hänger dazu, um das Ganze aufzuladen. Das werden wir uns jetzt auch nochmal mieten. Und werden jetzt hier nochmal in unseren Fendt einsteigen. Einmal zu, hier hinten das Ganze abmachen. Und wir werden uns das Ganze, wie gesagt, jetzt auch noch mieten, da wir ja das auch nicht haben. So, verbinden wir mal das Ganze hier mit dem Follow Me. Und los geht's. Ja, da können wir dann jetzt auch anfangen und die zwei Felder wieder neu bestellen. Ich habe ja gesagt in der letzten Folge, dass ich nochmal komplett alles mit Sojabohnen bestellen will, um hier nochmal richtig Geld zu verdienen, natürlich auch. So, einmal hier hin und hier entlassen wir mal gleich den Follow Me. Steigen hier mal ein. Ja, da werden wir jetzt hier erstmal die Maschine wieder zurückgeben. Somit haben wir jetzt auch erstmal nicht wieder Kosten dafür. Gut, dann würde ich sagen, mieten wir uns jetzt noch den passenden Hänger dazu. Und zwar ist das der hier. Da können wir auch ruhig. Ach, wir nehmen hier den kleinen. Dann müssen wir eben zweimal fahren. So, dann steigen wir jetzt hier erstmal wieder ein. Machen hier noch gleich die Tür zu. So. Ja, da bin ich dann mal gespannt, wie der Kurs so ist. Also ich habe noch gar nicht geschaut, wie jetzt aktuell der Kurs ist für die Baumwolle. Aber ich denke mal, das können wir uns dann auch in der nächsten Folge anschauen. Jetzt werden wir uns erstmal noch darum kümmern, dass wir jetzt erstmal die Baumwolle von den Feldern runterholen. Ich werde das Ganze hier am besten hier beim Händler erstmal lagern und dann später mal schauen, was wir hier für unsere Baumwolle bekommen. Und natürlich werde ich auch noch hier das Feld 20 erstmal grubbern müssen, damit wir hier das Feld 20 auch gleich neu bestellen können. So, gehen wir mal in die Außenansicht. Laden uns jetzt hier das Ganze erstmal auf. Einmal hier rückwärts. Ups, so nicht. Und drücken jetzt einfach mal die B-Taste. Und dann wird das Ganze auch schon aufgeladen. Und dann bringen wir das jetzt erstmal zum Händler. Es wäre jetzt Schwachsinn, wenn wir das jetzt erst auf unseren Hof bringen würden und dann verkaufen würden. So haben wir das gleich hier unten. So, fahren wir einmal hier rum. Oder wir könnten das ja eigentlich auch gleich hier vorne hinfahren. Zumindest jetzt noch nicht verkaufen. Erstmal schauen, wie die Kurse so sind. Würde ich sagen, da legen wir uns das Ganze hier erstmal ab. So.
Und jetzt holen wir uns noch den zweiten. Es ist doch einiges rausgekommen. Habe ich jetzt eigentlich nicht so gedacht. Bei den zwei Feldern, die sehen zwar immer so groß aus, aber viel runterbekommen tut man da nicht. Das habe ich ja in irgendeiner Folge schon mal gesagt, wo wir hier Sojabohnen angepflanzt haben. Weil ich so dachte, ja, da kommt einiges rum, aber nee. Das war dann doch nicht so. Ja, sieht immer so, weiß ich nicht, wenn man hier so lang fährt, sieht man so, ja, riesengroße Felder. Aber nee, so groß sind sie dann am Ende doch nicht. So, dann laden wir uns jetzt hier den auch noch gleich auf. So, fahren das jetzt auch gleich noch dorthin. Ja, und dann wie gesagt, einfach mal schauen, wie die Kurse jetzt so sind. Wenn der Kurs ordentlich stimmt, dann wird man das Ganze auch verkaufen. So, einmal hier rum wieder. Können wir jetzt hier das Ganze auch auf den Hänger schon lassen. Stellen wir einfach jetzt hier hin. So. Ja, und dann fahren wir jetzt wieder zurück und werden jetzt das Feld 20 noch grubbern. Und dann können wir auch schon wieder loslegen und die zwei Felder neu bestellen. So, schauen wir mal. Alles frei hier. Weiter geht's. Ja, mit dem Helfer, das hat hier ganz gut geklappt hier. Also bin ich ja mal richtig erstaunt, dass das so gut geklappt hat hier. So, einmal wieder dran das Ganze. Und jetzt werden wir uns erstmal drum kümmern, um das Feld 20 noch, damit das auch soweit ready ist. So, gehen wir mal in die Außenansicht. Dann werden wir uns jetzt hier nochmal ordentlich platzieren. Und wir werden jetzt hier das Ganze mit dem Helfer machen. Ja, und wir schauen jetzt mal, wie jetzt so die Kurse sind für Baumwolle, würde ich mal so sagen. Also gehen wir mal ins Menü und schauen uns jetzt mal noch schnell die Kurse an, die jetzt aktuell sind. Schauen wir mal, wo hier Baumwolle ist. Hier haben wir Baumwolle, gibt es jetzt gerade 2218 Euro bei der Spinnerei. Aber ja, ich denke mal, wir warten noch ein wenig, weil ich habe den Kurs auch schon mal besser gesehen. So. Bei den Schafen sieht es auch ganz gut aus mit der Wolle. Gut, ja, und ich würde sagen, ich mache das hier noch alles komplett fertig und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann unsere zwei Felder neu bestellen. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein von dieser Folge. Abonniert auch meinen Kanal und lasst natürlich auch ein Däumchen da. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich bin raus. Tschüss, macht's gut.